Französisch Adjektive vaut, grand, petit und vieux. Alle fünf Adjektive werden vorangestellt. Also als Beispiel zum Beispiel une belle fille, ein schönes Mädchen, des grands pulls, die großen Pullover, un vieil homme, ein alter Mann, die beau und vaut, beziehungsweise auch vieux, sind unregelmäßig. Ist aber männlich Einzahl ohne Vokal, heißt es beau. Beim weiblich Einzahl heißt es belle mit Doppel-L-E. Beim männlich Mehrzahl heißt es dann beau, eins mit einem X dran. Und bei weiblich heißt es dann belle mit Doppel-L-E-S. Also die Grundform ist ja, wo das linke Adjektiv drüber steht, beau. Da kommt bei männlich Einzahl mit Vokal, kommt der Besonderheit, dass es dann Bell mit einem L heißt, da sonst Beau-Ordinateur, dann stoßen zwei Vokale aufeinander, das klappt bei den Franzosen, deswegen Bell-Ordinateur, dann treffen keine Vokale mehr aufeinander. Dasselbe ist auch so wie bei Nouveau, also bei männlich Einzahl links ist das ganz normal, wie die Grundform. Bei weiblich wiederum dieses Doppel-L-E, also Nouvelle, Nouveau, Nouvelle, und dann kommt wieder Nouveau mit X, Nouveau, de Nouveau Pull, und de Chaussette, de Nouvelle Chaussette heißt es, wenn vorangestellt, wie ich auch schon gesagt. Und wenn bei Beau oder Nouveau das Wort da mit X, mit einem Vokal anfängt, zum Beispiel de Nouveau Ordinateur, dann zieht man das X weich rüber als weiche S. Bei Grand und Grand Petit sind normale, regelmäßige Adjektive. Bei männlich, Einzahl, egal mit oder ohne Vokal, kommt nichts dran. Bei weiblich, Einzahl, kommt ein E dran. Bei männlich, Mehrzahl, kommt ein S dran. Und bei weiblich, Mehrzahl, kommt ein ES dran. Und wenn da ein über weiblich Einzahl bzw. weiblich Mehrzahl, dann heißt es dann Grande. Wenn es bei den männlichen Formen heißt es Grand und bei den weiblichen heißt es Grande. Spricht man so aus. Bei Petit ist es schon ein bisschen deutlicher, heißt es ja un petit garçon, une petite fille, des petits ordinateurs. Petit, da kann man es auch überziehen. Und des petites chaussettes. Also die kleinen Socken. Und bei vieux ist es wiederum ein bisschen unregelmäßiger. Da kommt es bei männlich Einzahl ohne Vokal wiederum. Ist es normal vieux. Bei weiblich Einzahl ist es dann wieder vieille. Und zwar V-I-E-I-Doppel-L-E. Bei männlich Einzahl, eins mit Vokal, heißt es dann vieille mit einem L. Also V-I-E-I-L. Bei männlich Mehrzahl heißt es dann wieder normal vieux mit X. Und bei weiblich Mehrzahl heißt es dann vieille mit Doppel-L-E-S. Die Übersetzung der Adjektive beau heißt schön, nouveau heißt neu, grand heißt groß, petit heißt klein. Und vieux heißt alt.